Und das wird am Ende den Verbraucher und die Verbraucherin treffen. Jeden einzelnen von uns. Wie sich das konkret auswirken wird, ist natürlich oder kann man pauschal erst einmal nicht sagen. Aber wir können alle etwas tun, damit der Preisanstieg nicht allzu hoch wird, nämlich Energie sparen. Und hier holen wir uns jetzt wertvolle Tipps von der Verbraucherzentrale NRW und der Referentin Energiemarkt. Christina Wallraff ist uns via Zoom zugeschaltet. Guten Abend, Frau Wallraff. Schönen guten Abend. Ja, Frau Wallraff, stimmt das eigentlich so, wie ich jetzt gerade gesagt habe? Also können wir so viel Gas und Strom sparen, dass wir den Preisanstieg selber so ein bisschen drosseln können? Ja, drosseln ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Also wir sollten auf jeden Fall sparen aus zwei Gründen. Erstmal, damit natürlich die Kosten irgendwie im Rahmen bleiben. Gas ist ja teurer geworden, hat sich mehr oder weniger jetzt schon verdoppelt, zumindest für die Kunden, die jetzt schon eine Preiserhöhung erhalten haben. Für den einen oder anderen ist es vielleicht sogar noch ein bisschen teurer geworden. Und was ja auch ganz wichtig ist, die Versorgungssicherheit. Also jede Kilowattstunde, die wir jetzt vielleicht schon im Sommer schaffen zu sparen, die fehlt uns dann nicht im Winter, die können wir einspeichern. Und deshalb ist halt auch dieses Sparen extrem wichtig. Das betrifft natürlich nicht nur die privaten Haushalte, sondern auch die Industrie. Und ja, deshalb. Also einmal der individuelle Gedanke, man will natürlich auch nicht so viel bezahlen, sage ich jetzt einfach mal, aber natürlich auch der solidare Gedanke, dass es natürlich um ja, das Gas oder eben den Strom von uns allen geht. Und vielleicht dröseln wir das jetzt so ein bisschen auf, wenn wir erstmal an Gas denken und ja ans Stichwort Heizung. Da hieß es ja auch ganz am Anfang, frieren für den Frieden. Das ist natürlich eine politische Äußerung gewesen. Wenn man das aber so kann, das muss man natürlich auch alles können und wollen, natürlich an der Stelle auch gesagt. Aber wo kann ich denn sparen bei der Heizung? Genau, vielleicht nochmal so ganz wichtig, um einzuordnen. Also man sollte natürlich sparen, aber auch nicht so viel sparen, dass man friert. Sonst hat man häufig ein Schimmelproblem. Aber ganz klar, man kann jetzt im Sommer schon vorbereitende Maßnahmen treffen, um zu sparen. Zum Beispiel Heizungsrohre dämmen. Das können irgendwie Eigentümer machen, auch in Eigenregie. Dann kann man mal gucken, wie sind die Dichtungen bei Türen und Fenstern. Kann man da vielleicht ein Blatt Papier zwischenklemmen und das einfach so wieder rausziehen? Das heißt, dann wäre da so ein kleiner Spalt und im Winter würde dann kalte Luft da reinkommen. Da kann man auch ganz einfach sich neue Dichtungen besorgen. Das kann man schon mal machen. Man kann eventuell, ist vielleicht eine Geschmackssache, sich solche smarten Heizkörperthermostate kaufen. Das könnte man jetzt auch schon machen. Ja. Ja, Eigentümer also können natürlich ein bisschen mehr machen. Ja. Ja, was können die tun? Die Eigentümer können auch vielleicht einen sogenannten hydraulischen Abgleich an der Heizung durchführen lassen. Das würde dann im Winter dazu einfach führen, dass die Heizung effizienter arbeitet, dass alle Heizkörper gleichmäßig die Wärme bekommen und dadurch kann die Heizung halt effizienter arbeiten und dementsprechend sagt man so 10-15% Energie lassen sich einfach dadurch sparen, dadurch, dass die halt dann richtig eingestellt ist. Also beim Heizen kann man eine ganz große Menge sparen. Strom ist das nächste Thema. Wo sind denn so die größten Stromfresser im Haushalt? Genau, man muss unterscheiden. Bekomme ich jetzt vielleicht das warme Wasser über Strom oder vielleicht über Gas? Wenn ich das über Strom bekomme, dann ist das schon so mit einer der größten Stromfresser, sage ich jetzt mal so zum Beispiel. Dann, wenn ich dann das warme Wasser mir elektrisch bereite. Das heißt, zum Duschen bräuchte ich dann immer Strom. Das kostet sehr viel Energie. Da ist dann zum Beispiel wichtig, beim Durchlauferhitzer nicht die höchste Stufe einzustellen, weil sonst immer noch kaltes Wasser in dieses warme Wasser mit beigemischt wird. Dann gibt es noch solche sogenannten Untertischgeräte. Das heißt, da sieht man vielleicht im Badezimmer oder Küche hat man vielleicht so ein kleines Gerät unter dem Waschbecken, das dauerhaft mehr oder weniger warmes Wasser vorhält. Ja. Da kann man auch überlegen, ob man vielleicht nur zu bestimmten Zeiten überhaupt warmes Wasser braucht. Das heißt, man könnte es eventuell sogar ausstellen oder auf so einen Ökomodus einstellen. Aber sonst ist das halt noch extrem teuer. Und also genau, bei Haushalten, die... Ja. Das Warmwasser ist entscheidend, höre ich daraus. Und da sind auch ganz praktische Tipps natürlich auch dabei. Also das Wasser beim Einseifen oder auch beim Zähneputzen abstellen. Also das sind auch so die einfachen Dinge, die man natürlich machen kann, einfach um Wasser zu sparen, um Warmwasser zu sparen. Und wir sind ja jetzt gerade im Badezimmer. Wenn wir jetzt quasi in die Küche wechseln, da ist Warmwasser natürlich auch ein Thema. Ja, richtig. Also bei einer Spülmaschine kann man natürlich den Eco-Modus verwenden. Dann wird halt weniger warmes Wasser dann arbeitet einfach die Spülmaschine mit einer niedrigeren Temperatur.
Das Gleiche gilt für die Leute, die eine Waschmaschine auch in der Küche haben, gilt natürlich auch für die Waschmaschine. Einfach durch die längere Einweichzeit wird dann weniger Temperatur benötigt und das spart auch Energie. Wenn man jetzt nochmal vielleicht, genau, Kühlschrank, den kann man auch einstellen. Ja. Auf, also eigentlich reichen 7 Grad Kühlschranktemperatur aus, zumindest wenn man jetzt ganz, nicht ganz empfindliche Lebensmittel hat. Und das spart dann auch wiederum ja, ganz einfach, ich glaube, 6% Energie pro Grad. Dass man höher geht, kann man 6% sparen. Ja, also Und da das ist sind. dann ja auch ohne Komfortverlust möglich. Also an ganz vielen Ecken und Enden kann man da wirklich sparen. Und wir danken für die Tipps, Christina Wallraff von der Verbraucherzentrale NRW. Ganz viele Tipps, ja, die man schnell beherzigen kann, vor allen Dingen. Ich danke Ihnen.